Bürgergeldempfänger wissen, um zu überleben, muss man auf manchen Luxus verzichten. Doch an Geburtstagen ist das anders, in den Mannheimer Benz-Baracken, wo das Leben oft hart und die Geschichten zahlreich sind, feierte Selina ihren 18. Geburtstag. Dabei hat die RTL2-Doku, Harz und Herzlich, die Vorbereitungen und den großen Tag der beliebten Familie Petra, Selina und Pascal eingefangen. Petra und ihre Kinder sind wie viele Bewohner der Baracken mit finanziellen Sorgen und Arbeitslosigkeit konfrontiert. Erst kürzlich verlor Pascal seinen Job, und die Familie muss wieder auf Bürgergeld zurückgreifen. Doch das soll Selinas besonderen Tag nicht trüben. Bürgergeld. Selina hat besonderen Wunsch, Petra und Pascal backen zwei Obstkuchen, um den Geburtstag des Familienmitglieds gebührend zu feiern. Erstmal zum Frühstück Kuchen, mittags wird's dann auch noch mehr Kuchen geben, und morgen werden wir dann auch noch ihr Lieblingsessen machen, plant Mama Petra. Selina, die mit 18 Jahren die Volljährigkeit erreicht, hat ihre Mutter Petra weiterhin als Vormund, da sie aufgrund ihrer geistigen Behinderung mit einem fremden Betreuer nicht zurechtkommen würde. Sie lässt sich auch auf Gespräche mit fremden Leuten nicht ein. Deswegen hat sie mich gefragt und ich habe gesagt, ja, ich mach's, erklärt Petra. Am großen Tag überrascht Petra und Pascal Selina mit den Kuchen und einer Flut von Geschenken, die Fans der Sendung geschickt haben. Doch die größte Überraschung ist noch nicht da, weil du ja die ganze Zeit gesagt hast, ah, ich will auch spielen, haben wir uns überlegt, dir eine PlayStation zu kaufen, verkündet Pascal. Die PlayStation ist noch nicht angekommen. Aber Selina ist glücklich. Okay. Aber da kann ich noch warten. Hauptsache, ich habe euch, sagt das Geburtstagskind. RTL 2 zeigt aktuell alte Folgen, Harz und Herzlich, Tag für Tag aus den Benz-Baracken, täglich ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.